Achso, verkaufen muss ich natürlich auch noch. Immer noch zu teuer, das Zeug. Was ist denn mit der kaputten Schleuder? Einhundert? Mal probieren. Und dann haben wir hier noch Wasserabsehre. Keine Ahnung, was das ist. Aber was das soll, da weiß ich auch, um 300 loszuschlagen. So. Zu teuer. Und immer noch so teuer. So, da habe ich ganz gut was verkauft. Das könnte ich jetzt mal alles mitnehmen und mal gucken, was ich mir daraus schmieden lassen kann. Vielleicht ein anderes Schwert, was ich dann bitte nicht wieder verliere. Mhm. Ah, für die Rüstung brauche ich Stoff. Aha, ich kann den Stoff nicht so verschleudern. Was soll denn das in der Mitte sein? Leder? Zündkerze mit einer Kabel dran, mit einer Peitsche dran? Oh, keine Ahnung. Also mit ein bisschen Stoff könnte man da noch Herz plus 30 plus Verteidigung oder was? Oder Speed? Speed plus 8. Mhm. Ich meine, es nicht leisten. Wollen wir das schon immer? Ja. Ja, ja, mal gucken, was dann. Ach, jetzt ist er 25 Schaden hat er. Anstatt 20.
Weiß nicht, ändert sich dann nochmal was? Verstehe ich nicht. Wieso steht da immer noch plus 20? Müsste da eigentlich schon plus 25 sein. Links. Hä? Vielleicht muss ich einmal rausgehen. Jetzt hat er 25 und so, der hat 11. Das ist der Witz. Der Besen. Hm? Aber der hat doch schon 25. Was soll denn der Blödsinn? Das zeigt irgendwie, ist das Spiel nicht fertig, oder? Normalerweise müsste da stehen, links Angriff plus 25 und rechts dann wird so, bleibt plus 25 oder... Soll ich jetzt 3 verbraten, um zu gucken, ob er vielleicht doch nochmal 5 draufrechnet? Nee, wahrscheinlich bleibt 2, bleibt plus 25. Naja, sind es plus 30. Obwohl, das zeigt auch wieder falsch an. Oder lese ich da was falsch? Jetzt hat er 30. Habe ich dann 35? Muss mein Bogen hin? Bogen weg. Bogen kann wahrscheinlich nicht weiter aufgerüstet werden. Ja, 35. Oder ich habe ja, nee, ich habe ja auch keine Ermächtigungskristalle mehr. Naja, jetzt ist der Bogen auf jeden Fall schon mal mächtiger. Vielleicht hilft er jetzt auch gegen die Steingolems. Tja, dann will ich mal mein Zeug hier in der Truhe parken. So, die Ermächtigungsdinge, Hartstahl, Kristalline. Irgendwie brauche ich auch wieder einen dann gehe ich jetzt mal mit dem leeren Rucksack. Ins Dungeon! Gucken, wie sich der gepimpte Bogen macht.
diese kleinen, nervige Schleimbolzen da. Ich bin auf 42 runter. Kleine nervigen Teile da. Man soll's nicht glauben. Aber noch mehr von diesen Nervteilen. Da habe ich noch nie was gefunden. Bei diesen Pötten gibt es ja mal was, aber da habe ich noch nie was gefunden. Die machen wir noch fertig, ne? Das ist echt gefährlich. Weil die auch so schnell sind. Was ist das? Ein gutes Schwert. Kann ich schon wieder einen trinken? Ich glaube, das ist hier diese... Oh oh, da muss man aufpassen. Da links geht's nicht weiter. Nein, ich bin raus! Bin ich. Reichlich Ermächtigungskristalle hier, ne? Mal schon. Ja, und da oben ist natürlich wieder ein und ich weiß nicht, ob ich hier mit meinem Bogen schaffe. Ich habe da schon so schöne, viele Sachen eingesammelt. Na, ich glaube, ich gehe lieber zurück, bevor ich das alles wieder verliere. Blub! Na, die behalten wir. Das brauchen wir auch. Den Zahnstein können wir da hinsetzen. Die Eisenbahn, das große Schwert. Ein uraltes Gefäß. Hartstahl. Die Wasserpsäre. Gießereireste.
Weichstein. Also, ja, wollen wir den Laden aufmachen? Kommt herbei, kommt herbei, kauft man's euch. Seid so frei. Also, mehr habe ich nicht zu verkaufen heute. Okay, das war zu billig, der Weißstein da. Ich hole mal Nachschub. Nein, nicht alles. Nur hier den Weißstein. Also 100 war zu billig. Machen wir mal 150. Immer noch zu billig. Habe ich so viel Eisenbahn? Die Wasserzehre könnte ich nochmal. In den falschen Knopf gedrückt. Ohne Meißel, jetzt ist der gut. Nicht, vielleicht sollte ich nicht alle nehmen, sondern erstmal ein. Und mich dann so langsam rantasten, sagen, der ist 100 wert. Dann habe ich das uralte, das hört sich ja irgendwie teuer an, ne? Ein uraltes Gefäß. Antiquität. 500. Beides teuer.
Wie wenig darf man denn für so eine Eisenbahn nehmen? Schließlich Eisen. Ist irgendwie zu viel. Vielleicht nur so mit 28 mehr zufrieden. 28, sowas Krummes. Egal. Also unter 25 verkaufe ich nicht. Dann hilft ja nichts. Ich muss den Preis rausfinden. Und 23 ist die Zahl. Na, ich habe auch nicht was verkauft. So, und dann packe ich mal das Zeug da und die beiden und das Gelee. Wozu ist der gut? Blütenblätter. Nein, 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 das ist ja eh nichts wert hier. Und lauf damit zur Verzauberungslady. Kann ich meinen Bogen noch weiter? Nee. Das geht nicht. Ja, dann Tränke. Stellt 75, also hoch bin ich nicht. Ich nehme hier die guten alten und dann geht's wieder ins Dungeon. Allerdings sollte ich mir doch irgendwie mal hier so eine Rüstung wäre nicht schlecht. Eisenhelm. Was ist dieses komische in der Mitte da? Keine Ahnung. Und für
Ein Stahlhelm habe ich jetzt die Eisenbarren verkauft. Das war nicht gut. Zum Schrottpreis. Oder? Habe ich die schon verkauft? Nein, auch du sollst daraus. Kein einziger bleibt da mehr. Jetzt habe ich nämlich die Frage verlassen. Jo, alles grün. Kostet 4000 das Rezept. Ja. G habe ich nicht. Kann ich falschen? Naja, aber morgen habe ich das Geld. Rucksack leer machen. Ich habe echt mein Schwert verloren. Und dann geht's wieder in den Dungeon. Ja, so ein kleines Mistviech hier. Zieh dich. Da ist dieses komische Zeug. Jetzt habe ich es eingesehen. Wie nennt sich das denn? Nee, das hier. Zahnstein. Ich brauche Zahnstein. Was ich so verschleudert habe, brauche ich dafür. Soll mal einer ahnen. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in gezeigter Richtung. Warte mal, ich muss mal stapeln. Na komm, kannst du ja da zerstören. Das ist ja nix. Jetzt der Fluch weg. Mach doch so. Leider nicht dran. Das war wohl nichts. Reisenden Drohnen gehen einem auf den Keks. Das meiste fällt runter. Oh, noch ein Bogen. Was ist denn das für einer?
Noch ein Trainingsbogen. Kann ich nicht auf Waffe 2 stellen, ne. Na, ja, bestimmt gut verkaufen. Aua, Menno. Und da fallen die Dinger schon wieder mal ins Wasser. Prozent ausgebeutet. Und zurück zur Stadt. Ein bisschen was verkaufen, dann kann ich mir dann auch den Helm leisten. Ja, und so geht das weiter und so weiter und so weiter. Sich langsam hocharbeiten. Macht viel Mühe. Ach, guck mal, da ist mein Opa wieder. Mal gucken, was der zu sagen hat. Ja, das hat er mir schon erzählt.